Es könnte ein Sonntagmorgen in Wilhelmsdorf gewesen sein. Wir feiern Gottesdienst für Menschen mit und ohne Behinderung. Während dem Gebet, während der Schriftlesung, während der Predigt hört man die ganze Zeit ein Geräusch. So als ob einer eine Zeitung zerreißt. Die Anwesenden stört das und sie wollen natürlich wissen, wer das ist. Sie drehen sich rum und entdecken schnell, es ist Frank. Frank ist ein junger Mann mit Down-Syndrom. Er kann nicht sprechen, zerreißt aber während des ganzen Gottesdienstes eine Tageszeitung in kleine Schnipsel. Der Gottesdienst geht zu Ende und der Pfarrer will unbedingt wissen, was mit Frank los war. Er setzt sich mit der Gruppe von Frank zusammen und will herausfinden, warum Frank diese Zeitung zerrissen hat. Mühsam findet man heraus, so fühlt sich Frank im Augenblick. Völlig zerrissen, hin und her gerissen. Letzte Woche war so viel auf der Gruppe, was ihn beschäftigt hat, was ihn unzufrieden gemacht hat. Deshalb fühlt er sich jetzt zerrissen. Maria, auch aus der Gruppe von Frank, auch mit Down-Syndrom, auch nicht reden könnend, tut spontan Folgendes. Sie sammelt die zerrissenen Stücke auf und fügt sie langsam Stück für Stück zu einem Kreuz zusammen.